So, du gehst jetzt mal von dem Schalter darunter. Den bediene ich jetzt, denn ich habe die Elfenbeinklaue. Und die muss ich nicht mehr klauen, nur von einem toten Leichnam wegpulen. Na, ihr? Mir kannst du nicht wehtun, ich habe ein Schild. Ah. Autsch, zu Boden. Elender Hund. Falle, da trete ich lieber nicht rein, sondern hüpfe geschmeidig drüber hinweg. Noch eine Falle. Und offen. So, da bin ich ja mal gespannt. Man verspricht mir ja ein sehr mächtiges Amulett in drei Teilen. Und hier finde ich den ersten Teil. Ich mag ja so mächtige Amulette. Ich mag mächtige Dinge ganz allgemein. Besonders wenn sie mir gehören oder ich sie zumindest erlangen kann. Einfach weiter schlafen, alles gut. Habe ich da aus Versehen eine Falle ausgelöst? Ich hörte sie. Das wird bestimmt ein Spaß. Drei Amulettteile finden und sie zusammensetzen. Ich freue mich jetzt schon wie ein Draugr. Oh, vier Schalter. Ja, das eins. Ah, okay, da öffnen sich dann da Tore. Oder schließen sich. Oder öffnen sich. Oder schließen. Nee, warte. Den. Und den. Komm. Ha! Na, das war jetzt nicht so schwer. Aber dass hier unten immer noch Feuer brennt, das finde ich ja. Und hier hat sogar einer Kerzen angemacht. Das waren die Draugr bestimmt für die romantische Stimmung. Damit die hier nochmal ein bisschen flirten können unter der Erde. Die haben ja sonst nichts zu tun. Die haben ja nicht viel hier, die Draugr, ne? Ist klar. Oh, guck mal, Felsen. Vorsicht da unten. Steinschlag. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber ich weiß, was etwas bringt. Axt. Axt ist immer sehr hilfreich gegen böse Draugr. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die böse sind. Eigentlich verteidigen die ja nur ihr eigenes Grab. Das würde ich vermutlich auch tun, hätte ich die Möglichkeit. Aber gut. Ich bringe sie auch nicht wirklich um. Schließlich sind sie schon lange tot. Okay, wir haben da einen Schalter, da einen Schalter. Und hier ist das hier. Oh, böse Giftpfeile, aua. Da gehen wir erstmal hier rein. Ach, guck mal, hier haben wir zum Beispiel Symbole. Hallo Leute. Aua. Ja. Leg dich wieder schlafen, ist alles gut. Okay. Symbole, die wollen wir uns mal merken, oder? Schlange, Wal, Adler. Schlange, Wal, Adler können wir uns merken. Also glaube ich jedenfalls, dass ich das kann. Schlange, Schlange, Aal, Wagler. Schlange, Wal, Draugr, Geißel. Ach, guck mal, hier haben wir es doch schon mal. Erste war Schlange, das weiß ich noch. Dann kam der Aal. So. Und der Adler, der ist schon aktiv. Was haben wir da? Ein sehr witziger Seelenstein. Ist der witzig? Und noch ein kleiner. Okay, wenn das schon das ganze Rätsel war, haben wir es jetzt wohl gelöst. Ja, und wir kriegen keine Pfeile mehr in den Hinterkopf, sondern öffnen einfach das Tor. Gatter, Gitter, wie auch immer. Den Boden. Und meandern einfach mal hinab. Oh, Spinnen! Hallo, ihr! Feine Spinnen, ja, schön sterben. Voll ins Nervensystem. Das können die nicht so gut ab. Was haben wir hier? Nichts. Gut. Och, die Spinnen haben mir den Krug zerbrochen. Die haben auch keinen Sinn für Ästhetik. Machen einfach alles kaputt.
Und... Na toll, natürlich kommen hier alle aus ihren Löchern gekrochen, bevor ich die Tür öffnen darf. War ja eigentlich klar. Da kommen sie alle angeschissen und wollen was abhaben. Aber nicht mit mir. So. Ruhe im Karton. Yep, alles meins. Und... Da, sonstiges. Elfenbeindrachenklaue. Was haben wir denn da Schönes? Ein Adler, noch ein Adler und ein Drachen. Adler, Adler, Drache. Adler, Adler, Drache. Perfekt. Mohn, öffne dich. Haha. Der erste Amulettteil kann nicht mehr weit sein. Gold. Krypta! Na, da wollte ich doch hin. Perfekt. Das ist immer so ein bisschen kryptisch in der Krypta, aber Hauptsache, wir sind in einer Krypta. Ein Grab. Jetzt hege ich ja den leisen Verdacht, dass, sobald ich mich dem Grab nähere, da eventuell jemand hinaussteigt und mir ins Leder will. Das kommt gelegentlich mal vor. Oho, guck mal. Na, Mikrul-Bauldurson. Ja, genau, feiner Mikrul. Zu Boden. Ach, und dann verrecken seine Diener gleich mit. Das ist ja ganz fein. Fragment von Gauldurs Amulett. Steigert die Gesundheit um 30 Punkte. Schick, schick. Gib her. Und die Versiegelungsformel. Formel abgeschlossen. Finde die Bruchstücke des Amulett. Gauldur Schwarzklinge. Ja, komm, nehm ich mal mit. Was soll's. Jetzt haben wir die Versiegelungsformel. Muss ich mir die durchlesen? Gebunden seid hier, Mikrul, Mörder und Verräter. Verdammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich. Vergessen sein Name und Taten im Land eurer Väter und eure Magie unserem Schutzzauber weich. Was? Das ist ja wie so eine chinesische Anleitung, die super schlecht ins Deutsche übersetzt wurde, wo man kein Wort von versteht. Aber nun muss ich noch die anderen beiden Bruchstücke des Amuletts von Gauldur finden, nämlich in Geirumunds Halle und in Saartal. Aber bevor ich das tue, werde ich natürlich die netten kleinen Leichen hier noch alle durchsuchen. Die Draugrussklaven, was die denn noch so Nettes dabei hatten. Ob die noch ein paar Goldstücke in der Tasche hatten oder den einen oder anderen Edelstein. Hier unten auch noch welche? Nein. Nachher verstecken die noch irgendwas Wertvolles in ihren Taschen. Das wollen wir uns ja nicht entgehen lassen. Den Trank nehme ich auch mit. Die verkaufe ich ja immer so gern. Diese Draugrussklaven, die hatten aber auch kein einfaches Leben oder keinen einfachen Tod. Liegen quasi die ganze Zeit hier in ihren Gräbern und warten darauf, dass ihr Chef angegriffen wird, um den zu verteidigen. Und kaum stirbt der, sterben sie selber einfach so weg. Ah ja, hier ist nur ein bisschen Gold und leicht eingestürzt. Und ich höre schon das Rumgechante. Das heißt, guck mal, was für einen langen Arm ich habe. Ich kann das Ding bedienen und trotzdem 10 Meter weit weg stehen. Und hier gibt es ein Drachenwort für mich zu lernen. Ein Schrei. Fällt mir ein, ich benutze die Schreie schon wieder nicht, ne? Kälte, Frostatem. Könnte auch cool sein. Jetzt muss ich doch glaub mal kurz, ich benutze die Schreie irgendwie viel zu selten. Die habe ich gar nicht so auf dem Zettel. Mal Feueratem an.
Und beim nächsten Mal versuche ich mal, den einzusetzen, wenn ich daran denke. Weil eigentlich ist das schon praktisch, Leute so aus der Ferne anzuzünden, indem man sie anschreit. Das wäre auch was Praktisches so fürs echte Leben. Wenn mir auf den Sack geht, schreien und er brennt. Cool. Zurück zu Volguntur. Guntur, bist du's, Onkel Guntur? Der ist voll Guntur, ey. Sowas von Guntur, das glaubst du gar nicht. Sargophagdeckel. Ah, guck mal einer an. Guck sich das mal einer an. Und wenn ich mich recht entsinne, sind wir auch an einem Schlüsselloch irgendwann vorbeigekommen, das noch nicht so recht, da habe ich übersehen, benutzt worden war. Das heißt, eventuell können wir uns da noch irgendwas holen. Wenn ich mich nicht täusche. Guck mal da, genau. Habe ich es doch richtig in Erinnerung. Da sind bestimmt noch ein paar Schafe jetzt. Nein, nur eine Truhe. Aber da stellen wir uns ja nicht an. Die nehmen wir gerne mit. Meins, meins, meins. Nicht meins, nicht meins. Gut. Erster Teil des Amuletts gefunden. Perfekt. Weiter. Nächster Teil. Nächste zwei Teile. Da reibe ich mir schon die Hände. Da habe ich jetzt Lust drauf. Endlich mein eigenes Amulett. Naja, nicht meins, sondern... Ne, gehört ja dem guten Gauldur eigentlich. Aber der ist ja schon lange tot, von daher ist mir das wurscht. Oh, guck mal, da sind so Pilzdinger. Sumpfpilzschoten. Gefüllte Sumpfpilzschoten. Lecker, lecker. Und Zerschmetterlinge, die alles zerschmettern. Mit ihrer gewaltigen Kraft. So, nicht rumlabern, sondern gucken, wo finde ich den Kram eigentlich? Geiremunds Halle. Ach, guck mal, das ist ja hier bei Ivarstadt. Ja, reisen wir nach Ivarstadt. Da sollen wir sowieso noch hier zu Klimek zurückkehren und Raiders Überreste finden. Da können wir ja 8 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Perfekt. Hallo Klimek! Ah, schön euch wiederzusehen. Alles in Ordnung mit der Lieferung? Ja, ich habe die Vorräte nach Hochrottgar gebracht. Das ist ein Aufstieg, was? Ja, doch, schon. Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Das will ich auch hoffen. Nehmt diesen Lohn für eure Mühen. Danke sehr. Ich habe Lohn für meine Mühen gekriegt. 1500 Gold. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Oh, und was ist das? Lasst mal sehen. Das ist von Falk Feuerbart im Blauen Palast. Ihr habt aber wirklich hochgestellte Freunde. Ja, die habe ich. Das war's dann wohl. Ich muss los. Aha, aha, aha. Ein Brief von Falk Feuerbart aus dem Blauen Palast. Den gucken wir uns mal an. Bücher. Brief von Falk Feuerbart. Steffen, in den zurückliegenden Tagen kamen einige besorgniserregende Informationen ans Licht, welche die Ereignisse in der Wolfschädelhöhle sowie das Beschwörungs- und Bindungsritual, das ihr dort unterbrochen habt, betreffen. Angesichts eurer Beteiligung an den Geschehnissen bitte ich euch, nach Einsamkeit zurückzukehren, um uns erneut zu helfen. Genauere Details bringe ich nur ungern zu Papier. Bitte besucht mich im Blauen Palast. Hochachtungsvoll, Falk Feuerbart. Na klar, Falk, da komme ich doch glatt vorbei. Kein Problem, kein Thema, dafür bin ich doch da.
Karte. Hier ist ein Grab, der Feuerschleimhügel. Da muss ich jetzt aber nicht rein, sondern zu Geiremunds Höhle, die auf einer Insel leicht vorgelagert sich befinden tut. Dann lagern wir mal ein bisschen vor. Oh, Eierklauen. Leckerer Weizen. Wir müssen etwas wegen dieser Vampirangriffe unternehmen. Ja, unbedingt was unternehmen. Vampirangriffe, die sind aus Senf, die mag keiner. Ja, Feuerschleimhügel, da gehe ich später auch noch rein. Aber erstmal will ich... Oh, guck mal da hinten, Pflanze. Und Fische. So reichhaltige Gewässer hier. So, da oben müssen wir nämlich hin. Und da geht es tief hinab. Geiremunds Halle. Hier hallt alles wieder. Na, da bin ich jetzt einmal gespannt. Ob ich die Elfenbeinklaue hier auch benutzen muss oder ob ich eine andere Klaue brauche. Ich weiß es nicht. Das hallt hier aber ganz schön. Naja, ist ja auch Geiremunds Halle. Von daher. Oh, hallo Skeber. Kaputzgeber. Da ist doch noch einer. Komm her, du Hund. Naja, nicht Hund, sondern. Du weißt schon, rattenähnliches Gesocks. Und Eisenerz nehmen wir auch gerne mit. Wenn das hier schon rumliegt, kann man ja nicht umkommen lassen jetzt. Joink. Feine Pilze, ja. Hier sind wir wohl in Pilzhausen gelandet. Na, komm her. Ja, offensichtlich Pilzhausen. Ob nun Oberpilzhausen oder Unterpilzhausen, das weiß ich nicht so genau. Da kenne ich mich mit der Geografie nicht hundertprozentig aus. Hallo, Pilze einsammeln? Da, geht doch. Oh, und ein Abenteurer, der ist ja wohl mit verlorenen Legenden umgekommen. Das tut mir sehr leid für ihn, zum Teil. Und so wie es aussieht, führt der Weg hier hinab in dieses Loch. Ansonsten ist hier kein Weg. Nee, wir müssen hier rein. Naja, führt ja dann kein Weg dran vorbei, wa? Ups. Ah. Wasser. Das ist bestimmt überhaupt nicht eklig und abgestanden, sondern allerbest und gut zum Trinken. Oh, Spinne. Spinnt doch. Hack. So macht man das. Wobei, wenn ich hier jetzt weitergehe, dann verpasse ich womöglich, was hier noch war, denn ich konnte hier noch ein Stückchen weiter schwimmen. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Ach, eine Truhe. Na gut. Ja. Und mehr nicht. Gut. Na, was haben wir hier noch im Wandschrank? Wie er sich wand, der Schrank. Da ist nichts hinter. Das war ja jetzt okay. Gut, das war ja, das war so, ne? War eine Sache, die existiert, die man hier finden konnte. Gut. Oh oh, Falle. Oh oh, noch mehr Falle. Nee. Versteckt sich hier hinter all dem Gespinst.
Ach so, nichts. Das ist dann ja gut, dass ich das aufgeschlagen habe, ja.